die Neueinführung des Begriffes der epidemischen Lage von nationaler Tragweite im § 5 Infektionsschutzgesetz ist völlig neu erfunden worden am 25. März 2020. Und das war der Urgrund, warum wir jetzt alle drangsaliert werden können mit Maßnahmen über den Verordnungsweg, die sonst überhaupt nicht zulässig, gar nicht denkbar gewesen wären. In König Lear von Shakespeare heißt es, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Liebe Klartextfreunde, es ist Ende Oktober, Anfang November hier im Bundestag und wir müssen über Corona sprechen. Ob wir wollen oder nicht, das bleibt uns nichts übrig, es dominiert nach wie vor alles. Und ja, ich bekomme Zuschriften, dass andere Dinge, die auch unglaublich wichtig und fatal für dieses Land sind, dadurch dominiert werden. Das stimmt, aber manchmal muss man eben die gewaltigen Buschfeuer zuerst austreten und den Wasserrohrbruch, der aktuell den Keller unter Wasser setzt, zuerst bekämpfen. Einer der schlechtesten und zugleich wahrsten Corona-Witze ist, Herr Doktor, wann ist Covid-19 vorbei? Keine Ahnung, ich bin Arzt und kein Politiker. Schlecht, denn so sollte es natürlich nicht sein. Und zugleich wahr, denn so ist es. Die Politik definiert über Gesetze und Verordnungen und einfach über definitorische Willkür und über den Willen, das Land in den Lockdown zu führen, die Agenda. Und der nächste Lockdown ist voraus, vielleicht ist er schon da, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieses Video gesendet wird. Was ist denn die Lage? Nach wie vor fokussiert sich die massenmediale Berichterstattung ausschließlich auf die Zahl der Infektionen. Irgendwo zwischen 10 und 15, vielleicht bald 20.000 Neuinfizierte pro Tag. Zum einen ist es falsch, ein positiv mit dem PCR-Test Getesteter ist noch lange kein Infizierter. Der Test schlägt, wie wir inzwischen wissen, auch auf Fragmente des Virus auf, aus längst besiegte Virenträger schlägt er an, schlägt auf alte Coronaviren an. Man ist da noch lange kein Kranker und Infizierter. Denn wir haben nach wie vor keine Übersterblichkeit in 2020. Es gibt sogar eine Untersterblichkeit in Deutschland, eine Information, die komplett ausgeblendet wird in den Massenmedien. Es kann keine Pandemie geben, die keine Übersterblichkeit verursacht. Und wir haben sie nicht, auch nicht Stand Oktober 2020 in Deutschland. Und ab und zu stößt man dann doch auf interessante Statistiken. Hier eine Statistik und wir werden Ihnen den Link dazu einblenden. Sie können das selbst nachvollziehen von der WHO. Das ist eine Reihe über mehrere Jahre, in diesem Fall 6 Jahre, 7 Jahre, Proben bei Patienten für Grippe. Und die absoluten Zahlen spielen hier keine Rolle. Wir werden sie Ihnen einblenden, vielleicht auch groß einblenden. Und Sie werden in jedem Sommer, auch im Sommer, sehen, dass es Grippefälle gibt. Gar nicht so wenige. In diesem Fall also locker mal etwa ein Sechstel der Spitzenwerte, die natürlich immer im Februar oder März auftauchen. Das ist immer so, da können Sie auch noch 20 Jahre zurückgehen, ist immer so. Es gibt keine Phase und es gab noch nie eine Phase, in der es im Sommer keine Grippefälle gab, obwohl es keine Grippesaison ist. Es gab immer einen Satz von vielleicht einem Siebtel der Spitzenwerte, die im Sommer auch da waren. Bis auf ein Jahr und dieses Jahr ist 2020. Covid-19 bzw. Corona 2020 hat es in 2020 geschafft, die Grippe komplett auszurotten. Die offizielle WHO-Statistik, und zwar das gilt schon seit April, gilt bis in den Oktober rein. Das kann man sicher auch noch länger verlängern. Das ist eine interaktive, dynamische Datenbank der WHO zeigt null Grippefälle in dieser Zeit an. Wenn es keine Fälle gibt, gibt es auch logischerweise auch keine Grippetoten. Das heißt, eigentlich dürfte überhaupt auf keinen Totenschein seit April noch Grippetoter stehen, weil es nach WHO-Definition überhaupt keine Grippefälle mehr gibt. Dann kann es auch keine Toten mehr geben. Das ist reine Logik. So viel sollte sogar die WHO oder Herr Drosten noch drauf haben. Also, wo sind diese Toten geblieben und wo sind die Fälle geblieben? Und es ist nicht sonderlich schwer auszurechnen. Das ist alles umgewidmet worden zu Corona. Ich kann das nicht beweisen, aber es gibt in einer 30-jährigen Statistik kein Jahr, in der es keine Grippetoten seit April gab. Das ist nicht so. Das heißt, hier stinkt etwas. Es ist völlig klar, dass hier statistisch manipuliert wird. Und deshalb sprechen wir inzwischen von Plandemie und nicht mehr von Pandemie. Und ja, wir haben das im März vielleicht noch nicht alles verstanden. Inzwischen ist es so. Im März war diese Statistik auch noch nicht in der Form manipuliert, weil man es vielleicht nicht nötig hatte. Ja, vielleicht hat man schon damals einige Grippefälle umgewidmet zu Corona-Fällen. Vielleicht auch nicht. Und ja, vielleicht ist diese Corona-Geschichte ein bisschen tödlicher und ansteckender als andere Coronaviren der Vergangenheit. Aber eine Pandemie im klassischen Sinne, insbesondere in einer der WHO-Definition von vor 2009, als sie dramatisch geändert wurde, ist es nicht.
Ja, auf der juristischen Ebene ist inzwischen auch in die Massenmedien gesickert, dass hier etwas nicht in Ordnung war. Schon die Umdefinition des Infektionsschutzgesetzes, Paragraph 5 im März 2020 hier im Bundestag, war falsch, war willkürlich, war rechtsmissbräuchlich. Dazu läuft auch einiges. Die Neueinführung des Begriffes der epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Paragraph 5 Infektionsschutzgesetz ist völlig neu erfunden worden am 25. März 2020. Und das war der Urgrund, warum wir jetzt alle drangsaliert werden können mit Maßnahmen über den Verordnungsweg, die sonst überhaupt nicht zulässig, ja gar nicht denkbar gewesen wären. Und ich will an der Stelle, weil so viele Zuschriften dazu kommen, doch noch einmal auf die parlamentarische Arbeit der AfD an dieser Stelle zurückkommen. Und das ist eine lange Liste, die wir Ihnen auch nochmal verlinken. Ich habe dazu schon mehrfach berichtet, an parlamentarischen Aktivitäten. Und ich zähle jetzt nur die wichtigsten auf. Es sind sechsmal so viele insgesamt. Wir haben bereits im November 2019 vor Corona, ich will nicht sagen intuitiv, sondern durchaus mit verdammt guten Gründen, die indirekte Masernimpfpflicht für Kindertagesstätten, Kinder abgelehnt, die damals auf den Weg gebracht wurde. Auch das war nicht wirklich begründbar. Grippe ebenso wie Corona sind relativ schnell mutierende Viren. Man kann durchaus sagen, gerade bei junger Zielgruppe wie Kindertagesstättenkinder, dass es keinen Sinn macht, diese zu impfen. Vielleicht bei den ganz alten, wirklich gefährdeten Leuten, selbst da möchte ich aber ein Fragezeichen machen, aber Kinder würden die Masern relativ problemlos überstehen, wie es in den Jahrzehnten und Generationen zuvor immer war. Also diese indirekt verfügte Masernimpfpflicht, das ging dadurch, dass man nicht geimpfte Kinder nicht in die Kindertagesstätten schicken durfte, haben wir damals schon abgelehnt. Aber dann ging es ja erst los mit Corona im März. Am 25. März haben wir bereits in meinem eigenen Antrag die zeitliche Begrenzung aller Corona-Maßnahmen auf 4 Wochen gefordert. Das war wichtig, damit wäre es nach 4 Wochen beendet gewesen und die Welt wäre in Deutschland nicht untergegangen. Auch nicht die Welt der eingeschränkten Bürgerrechte, die wir heute erleben, es wäre alles gar nicht erst ins Laufen gekommen, wenn man nur diesem Antrag stattgegeben hätte. Dann haben wir tatsächlich am 22.04., also nach diesen 4 Wochen, punktgenau die Überprüfung der Maßnahmen verlangt, abgelehnt. Dann zum ersten Mal schon am 6.05. die Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, wie eben erläutert, § 5 Infektionsschutzgesetz neu, zur Disposition gestellt. Wir haben gesagt, aufheben, sofort. Das ist ein Unding. Wir haben das Gleiche nochmal am 1. Juli gemacht. Zweiter Versuch. Wir sind inzwischen schon beim dritten. Das war dann am 17.09. der dritte Versuch. Die haushalterische Notsituation habe ich auch schon am 1.07. Beziehungsweise am 2.07. im Bundestag aufheben lassen wollen. Auch das wurde abgelehnt. Wir werden dasselbe nochmal mit dem 21er Haushalt im Dezember machen, ist überhaupt keine Frage. Wir werden auch im Dezember nochmal die epidemische Notlage aufheben lassen und die Regierung wird genau das Gegenteil machen. Sie wird es nämlich noch einmal verlängern bis vermutlich Ende 21. Wird alles kommen in diesem Theater, inzwischen komplett gesundheitlich nicht mehr begründbar. Und weil das so schlimm ist und weil wir auch so viele Zuschriften bekommen, obwohl wir Parlamentarier sind und obwohl wir ja eigentlich parlamentarisch aktiv werden sollen und meinetwegen auch medial, wie ich das jetzt hier gerade mache, wir müssen an den ganz schlimmen Stellen auch mal klagen. Und diese Klagen habe ich zum Teil bereits angekündigt. Ich wollte sie jetzt dann doch auch mal auf den neuesten Stand bringen, was denn die Klagen sind, was wir gebracht haben. Ich habe direkt nach Karlsruhe gebracht, dass die Klage gegen die Corona-Maßnahmen der EZB, das PEP-Programm, das läuft, geht nun seinen sozialistischen Gang in Karlsruhe. Wir sind dabei, mehrere Normenkontrollklagen auf den Weg zu bringen. Das ist also jetzt unmittelbar in Vorbereitung und bald im Bundestag. Das läuft allerdings so, dass man im Bundestag diese Klagen einbringt und wir haben sie ausformuliert. Man braucht eine 25-prozentige Mehrheit. Wir werden die Kollegen massiv drängen, zuzustimmen. Das gilt für folgende Aktivitäten. Zum einen der zweite Nachtragshaushalt 2020, Corona-Haushalt, ebenso wie demnächst der 21er-Haushalt, wird in Karlsruhe per Normenkontrollklage angegriffen, wenn wir denn die 25% erreichen. Die Klage ist ausformuliert. Details zu dieser Klage werden Sie hören, aber der gesamte Corona-Nachtragshaushalt 2020 ist überflüssig und auch nicht begründbar und wird auch von uns gerichtlich angegangen. Das betrifft 60 Milliarden Corona-bedingte Neuverschuldung, die Olaf Scholz sich genehmigen will und in dem Haushalt 21 nochmal fast 100 Milliarden. Das sind schon Dinge, die wir, da sie begründungsfrei kommen und nicht begründbar sind, nicht einfach durchgehen lassen wollen. Nicht parlamentarisch und auch nicht juristisch. Die vielleicht qualitativ wichtigste Klage wird ebenfalls dieser Tage versucht. Das ist die Klage in Sachen § 5 Infektionsschutzgesetz.
Aufhebung der oder Angreifen des neuen § 5 Infektionsschutzgesetz epidemiologische Lage von nationaler Tragweite. Das ist also eine sehr wichtige Klage, die, wie gesagt, der Urgrund ist für alle Verordnungen. Auch das wird per Normenkontrollklage versucht von uns. Wir versuchen weiterhin gegen die Maskenpflicht, zumindest mal hier im Bundestag, zu kämpfen. Wollen wir mal schauen, ob wir das auch noch nach außen bringen. Aber das Feld ist so dynamisch und die Länder bringen ständig neue Verordnungen, dass nicht so ganz klar ist, wie weit wir da kommen. Auch die Länder müssen hier teilweise aktiv werden. Auch unsere Landtagsfraktion geschieht auch. Und zuletzt gibt es auch einen Antrag, für den wir allerdings auch 25% Quorum brauchen, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Dieser Untersuchungsausschussantrag ist auch bereits fertig und wird demnächst eingebracht. Einsetzung eines Untersuchungsausschusses SARS-CoV-2-Pandemie. Alles schon da. Wenn es nach uns ginge, wäre das alles schon in Karlsruhe. Wir tun also wirklich, was wir können. Also bitte nicht permanent zuschreiben, dass die AfD nichts tut. Wir versuchen es, aber eigentlich ist das parlamentarische Feld unser Feld und am Ende müssen Sie uns wählen und uns höhere Prozente bringen. Dann kann man diese Dinge auch viel leichter machen. Was ich Ihnen vielleicht auch nicht vorenthalten will, ist der Wahnsinn, der hier im Bundestag auch in Reden tobt. Unsere Bundeskanzlerin hat am 30.09. bei der Generaldebatte zur ersten Lesung des Haushalts 21 Folgendes gesagt. Ich zitiere jetzt die Kanzlerin aus dem Protokoll. Wir erleben zurzeit, wie die Vorsicht nachlässt, wie sich alle wieder zur Nähe sehnen, nach Berührung, nach Gemeinsamkeit, nach Feiern im Familien- und Freundeskreis oder in öffentlichen Orten, einfach nach Unbeschwertheit. Das spüre ich selbst, sagt die Kanzlerin. Da geht es mir nicht anders als anderen. In meiner Sommerpressekonferenz, in der Bundespressekonferenz, fragte mich ein Journalist, was ich in meinem Leben derzeit am meisten vermisse. Ich habe geantwortet, spontane Begegnungen. Weil man immer schauen muss, wie verhalte ich mich jetzt. Als ob irgendetwas im Leben der Kanzlerin spontan laufen könnte. Das ist absurd. Nichts wird hier dem Zufall überlassen. Hier kann es keine spontane Begegnung mit der Kanzlerin geben. Praktisch niemand, außer vielleicht der Ehemann, trifft Frau Merkel spontan. Das ist absurd. Und dann weiter Merkel. Wir alle möchten das Leben, wie wir es kannten, zurückhaben. Natürlich wollen wir das ganz Besondere, besonders die jungen Leute in unserem Land. Das sind so diese Methode, das auszusprechen, was offensichtlich ist, was natürlich jeder will, aber was in 180%igem Kontrast zu dem steht, was denn wirklich gemacht wird. Es ist reinste Heuchelei, diese Reden im Bundestag. Es ist Spott, wenn sie sagt, ich spreche hier, weil ich alles dafür tun will, um einen erneuten landesweiten Shutdown zu verhindern. Hat sie gesagt am 30.09. Ich sage das hier, weil ich unbedingt Unternehmen und Arbeitsplätze schützen will. Wohlgemerkt, bei 2021, denken Sie an mich zurück, 5 bis 10 Millionen Arbeitslose werden wir sehen. In jedem Fall so viele Kurzarbeiter und das ist auch nicht mehr so weit weg. Wenn das Kurzarbeitergeld nicht mehr bezahlt wird, dann sind die mehr oder weniger alle arbeitslos. Oder wir haben in der Pandemie viel gelernt und wir lernen jeden Tag dazu. Nein, ich glaube nicht, dass dazu gelernt wird, denn sonst würden die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, irgendwann auch mal ins Regierungshandeln einfließen. Erinnern wir uns wechselseitig daran, dass das Abstandhalten, Mund-Nasen-Schutz und die Nutzung der Corona-Warn-App nicht nur die Älteren schützt, sondern unsere offene, freie Gesellschaft als Ganzes. Das ist also wirklich die völlige Heuchelei, die Dialektik, Krieg ist Frieden, die Maske und der komplette Lockdown schützt die offene, freie Gesellschaft als Ganzes. Das ist kurzfristig sowieso nicht wahr und es ist auch mittelfristig nicht wahr, weil am Ende auch unsere Wirtschaftsbeziehungen den Bach runtergehen mit dem aktuellen, selbst der Freihandel wird langfristig geschädigt mit diesen Maßnahmen. Und wenn sie dann natürlich noch formuliert, erinnern wir uns wechselseitig daran, dann ist das nur ein schwacher Euphemismus für Blockwart. Hier werden die Blockwarte ermuntert, gegenseitig zu denunzieren. Das ist auch bereits das, was wir jeden Tag erleben zurzeit. Und deshalb hasse ich diese Reden inzwischen, weil es nur noch Heuchelei ist. Es ist fast unerträglich zuzuhören, weil es in 180 Grad der Kontrast steht zu dem, was tatsächlich in diesem Land abgeht. Spontane Begegnungen vermisse ich am meisten. Das ist so Wahnsinn. Ja, und dann zurückkommt, was ich am Anfang gesagt habe, die Zuschriften, die uns sagen, ja, es findet doch versteckt im Rahmen Windschatten von Corona ganz üble Sachen statt. Und das ist leider auch wahr. Das Schlimmste ist vielleicht wirklich der UNO-Weltmigrationspakt, der nun Teil 2 sozusagen, nach dem in 2018-19 erlebten schlimmen Sachen, einer der einschneidendsten politischen Beschlüsse in der Geschichte der Menschheit sein wird, wie es Kollege Klonowski formuliert. Ein globusweit geltendes Menschenrecht auf Migration wird hier installiert, das alle nationalen Abwehrrechte übersteigt
Es wird eine globale, sofortige Teilhabe aller Migranten, die dann alle legalisiert sein werden. Jeder darf hierher kommen. An den Sozialsystemen wird begründet und jede Kritik an der Migration, an diesem Wahnsinn wird stigmatisiert. Es ist letzten Endes eine Niederlassungsfreiheit für jedermann an jedem Ort. Der gesamte Westen wird durch diese Pläne in seiner Existenzform bedroht. Ich bestreite das nicht, obwohl im Moment Corona im Vordergrund steht, ist das der Hintergrundkampf, der halt auch tobt. Und alle Fraktionen des EU-Parlaments haben sich bereits jetzt dahinter gestellt, auch die EVP und damit die CDU. Es gibt keine Abwehrmechanismen außer uns, außer natürlich der Fraktion der Identität in Europa. Das ist die AfD-Fraktion auch in Europa. Klonowski noch weiter. An den nationalen Souveränen vorbei werden internationale Migrationsziele gesteckt, zunächst als harmlose Empfehlungen verkleidet, das heißt dann so schön Soft Law, unverbindlich, das sich langsam aber beharrlich in verbindliche Verpflichtungen schließlich in geltendes Recht verwandelt. Das ist genau das, was abläuft. Und Klonowski noch weiter. Eine von oben organisierte kulturelle Nivellierung und ethnische Durchmischung der Völker zur One World wäre das größte, den Kommunismus noch weit übertreffende egalitäre Menschenexperiment. Genau das ist es und es ist irreversibel. Man kann das nicht mehr rückgängig machen. Den Kommunismus konnte man unter großen Schmerzen irgendwann noch rückgängig machen. Das wird irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen sein. Und in Klonowskis Worten, eine brave new world ohne rettende Exile. Niemand kann sich dann wirklich noch schützen. Es würde der größte Albtraum auf Erden werden. Ströme von Blut und im Terror gegen Kritiker würde es enden. Ja, nur die von übergeschnappten regierten Teile West- und Nordeuropas werden sich auf das Projekt wohl wirklich einlassen. Also das ist die Hoffnung für die Welt, allerdings nicht für Europa, nicht für Deutschland, dass nicht alle Nationen mitmachen werden. Viele haben sich bereits jetzt verweigert. Trump in den USA, schauen wir mal, was Biden machen würde oder wird. Trump hat jedenfalls nicht angekündigt, er würde nicht mitmachen bei diesem UNO-Migrationspakt, hat er schon beim ersten nicht mitgemacht, Ungarn in Europa immerhin auch nicht. Schauen wir mal, wie weit es die Wahnsinnigen treiben. In König Lear von Shakespeare heißt es, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Gehören Sie bitte nicht zu den Blinden, dann können die Verrückten uns auch nicht ins Verderben führen. Wir müssen aufwachen, wir müssen die Augen aufmachen. Wir versuchen dabei zu helfen. Sie helfen uns, die Augen noch weiter aufzumachen. Wir versuchen es auf das mediale Parkett zu bekommen, dann auch aufs parlamentarische Parkett. Aber nur mit Mehrheiten können wir es wirklich ändern. Abonnieren Sie diesen Kanal und wählen Sie uns. Es ist existenziell wichtig. Herr Peter Bohr.